Hallo und recht herzlich willkommen, liebe Black Ops 3 Freunde. Mein Name ist Sirius und jetzt gibt's ein zweites Gameplay-Video aus der gleichnamigen Beta zu sehen. Und jetzt keine Angst, das wird jetzt in Zukunft kein reiner Call of Duty-Channel werden, aber wo das Ding aktuell da ist und wo ich ja früher wirklich gerne Call of Duty gespielt habe, das in den letzten Jahren nur sehr, sehr vernachlässigt habe, interessiert mich das eigentlich jedes Jahr aufs Neue, wenn das Spiel erscheint, doch mal wieder reinzuschauen, mal gucken, ob man nochmal Anschluss halten kann. Und ich sage direkt eins vorweg. Nein, dies ist kein High-Skilled-Gameplay, auf gar keinen Fall. So, wir sind bei den Waffenaufsätzen gerade gelandet. Da könnt ihr sehen, also gerade wenn man mit den Waffen weiter fortgeschritten ist, können die doch erheblich viel mehr Schaden und Präzision erreichen, je nachdem langer Lauf, Vollmantelgeschoss, Großkaliber, größeres Magazin und so weiter und so fort. Ja, also wenn man anfängt bei Call of Duty, hat man es wirklich schwer. Deshalb hieß auch das letzte Video frustresistent, denn gerade als Neuling, wenn man in so eine Lobby geworfen wird mit Leuten, die zwischen Level 10 und Level 20 oder Level 30, habe ich heute, glaube ich, schon gesehen, oder 28 waren die Leute, dann ist es echt hardcore. Hier habe ich jetzt Glück. Ich gelange in eine Lobby, wo bis auf das Biest am Sonntag mit Level 18 eigentlich so alles Anfänger zu sein scheint. Und was ich immer zunächst mache für die Videos, ich mute in der Tat meine Mitspieler. Das bedeutet, ich spiele das komplett für mich autark, jetzt halt nicht mit irgendwelchen Freunden in einem Team oder so, wie man das sonst ganz gerne bei anderen YouTubern sieht, sondern es ist einfach so gerade raus von mir jetzt gespielt. Netterweise sind jetzt beim Beta-Start auch die Lobbys direkt ein ganz klein bisschen voller und so habe ich dann auf Anhieb den Spielmodus Abschuss bestätigt auch sofort gefunden und dann wollen wir mal gucken, wie das hier heute so klappt. Hier können wir noch die Punkteserien sehen, habe ich halt diesen Standardkram freigeschaltet. Die Drohne wird vermutlich auch das einzige sein, was heute im Gameplay zum Einsatz kommen wird. Dass ich mal mehr als 3 Kills in Folge mache, ist doch äußerst selten, muss ich sagen. Spiel startet und der Sinn von Abschuss bestätigt ist jetzt ganz einfach, dass ihr auch noch so Dogtags aufsammeln müsst. Das bedeutet, in dem Moment, wo ihr jemanden tötet, lässt er einen Dogtag liegen. Ihr müsst das einsammeln, damit dieser Abschuss bestätigt wird. Genauso, wenn zum Beispiel euer Teamkamerad stirbt, lässt der den Dogtag auch liegen. Und ihr könnt ihn beispielsweise retten, dann bekommt der Gegner ganz einfach keinen Punkt. Ich spiele jetzt hier eine HVK-30. Wer sich auch Tipps zu Waffen oder ähnliches jetzt erhofft, den muss ich absolut enttäuschen. Ich kenne mich in diesem Spiel wirklich noch nicht aus. Es soll einfach mal so einen ersten Eindruck bieten, insofern ihr vielleicht keine PlayStation 4 habt oder insofern ihr ganz einfach keinen Beta-Key habt. Dieses Rutschen ist so ein neues Feature neben diesem Wallrun, den wir sicherlich auch noch das ein oder andere Mal sehen werden. Und dann wollen wir einfach mal gucken, wie das Ganze läuft. Den Kill auf jeden Fall schon mal nicht gemacht und ich habe jetzt auch das Setup gewechselt. Das bedeutet, die gestrige Runde habe ich ja noch am Fernseher gespielt und ich habe jetzt in der Tat auch die PlayStation 4 am Monitor angeklemmt und gehe da direkt drauf. Habe ich aber natürlich nur gemacht, damit ihr mal so einen Dogtag sehen konntet. Für mich spielt sich das hoffentlich am Monitor ein bisschen besser und ich hoffe auch, dass ich in den nächsten 1-2 Tagen, und dann ist die Beta auch schon wieder vorbei, denn die geht nur 4 Tage, mit dem PlayStation Pad ein bisschen besser zurechtkommen werde und danach startet ja auch schon die PC und Xbox Beta. Mal gucken, ob ich das auch nochmal spielen werde. Mich interessiert dann gerade die PC-Version dagegen, um einfach zu checken, ist es jetzt grafisch anders geworden, besser geworden. Da gab es den Assist, da ist der Dogtag eingesammelt, könnt ihr sehen, Abschluss bestätigt, gibt 100 Punkte, hier oben liegt auch nochmal einer, nochmal 100 Punkte und so weiter und so fort. So, ich komme mit dieser Waffe eigentlich auch schon ein bisschen besser klar. Die empfinde ich auf jeden Fall als präziser und die schießt auch schneller so aus der Hüfte als die Waffe, die ich im letzten Video verwendet habe. Das war so eine Art AK-47 im modernen Style, sage ich jetzt mal. Hier sehen wir im Übrigen Wallrun. Der geht an allen Materialien und fast an allen Stellen. Natürlich aber, wenn die Lauffläche endet, sage ich jetzt mal wieder gerade, dann fällt man natürlich dann dementsprechend auch runter. Taktisches Element hier ist zum Beispiel immer... Ach, schade. Taktisches Element ist relativ häufig hier bei Abschuss bestätigt, dass man irgendwo, wenn Dogtag liegt, diesen Dogtag dann auch von außen so ein bisschen bewacht, wie hier jetzt hier die Kollegen, um einfach zu hoffen, dass derjenige, der den Dogtag abholen will, da reinläuft, man selber den Kill noch mag, dieses Dogtag wieder rettet aus dem eigenen Team und so weiter und so fort. Das wird man relativ häufig sehen, dass diese liegenden Dogtags bewacht werden und so bedeutet es auch immer eine kleine Gefahr, da rauszulaufen, den wiederzuholen und so weiter und so fort. Das unterscheidet sich dann im Endeffekt dann später ganz stark vom Team Deathmatch, weil beim Team Deathmatch ist es doch häufig so, dass die Leute dann die Positionen halten, Laufwege zu machen, Spawns zu machen, Spawn-Trapping und wie der ganze Rotz heißt. Und das finde ich hier ganz schön, dass man sich hier nach wie vor bewegen muss und das ist meistens auch weniger Sniper gibt, weil die Sniper müssen ja auch noch die Sachen aufsammeln. So, da habe ich den Wallrun gerade nicht geschafft, wie der Kollege vor mir.
Da konnten wir jetzt sehen, doppelter Kill, die blaue Marke ist liegen geblieben und die rote aber auch. Das bedeutet einmal von meinem Kollegen und einmal eine, die richtig Punkte gibt. Und jetzt gehe ich einfach so ein bisschen auf Sicherheit, weil ich schätze oder ich denke mir, dass diese Marken auch jemand bewachen wird. Ja, da hat jemand anders die schon eingesammelt. Ganz gutes Ding auch immer so da durchrutschen. Das erinnert dann schon extrem an Titanfall, muss ich ganz einfach sagen. Da hat man sich schon eine Menge abgeguckt oder auch so ein bisschen so Crisis Flair hat es jetzt auch ein ganz klein bisschen. Spielt sich aber vom Style und so. Ach Mann, ich könnte da auch mal einen Double Kill machen, oder? Spielt sich aber vom Style schon relativ Call of Duty typisch. Was halt einfach in den letzten Teilen immer mehr hinzugekommen ist, ist dieses vertikale Gameplay. Also das hatte man ja früher mal, dass man mal in ein Haus rein konnte, dass es mal einen Berg hoch oder runter ging. Aber jetzt ist es doch mit diesem ganzen Springen rauf, runter. Es gibt dann, das habe ich aber später erst gemerkt, es gibt halt Stellen, da kann man dann halt durch Wasser schwimmen und auf der anderen Seite wieder rauskommen und solche Geschichten. Also das ist schon relativ skilltechnisch anspruchsvoller geworden. Und so einfach so, für mich sind das so Halo-Elemente, die damit einfließen. Es gibt diese Spezialklassen hier. Ich habe ab einer gewissen Zeit levelt dieses Elektrogewehr, ich weiß jetzt noch nicht mal, wie das heißt, Sturm wird da, glaube ich, gerade angezeigt, auf. Das kann man dann auswählen, das verschießt 3 von diesen Blitzen, die auch wiederum Gegner in der Nähe ringsrum töten. Und so gibt es dann halt irgendwie unterschiedliche Spezialklassen. Das kennt man stellenweise auch schon aus anderen Multiplayern. Jetzt auch nochmal so ein Ding, Kill nicht gemacht. Ich werde geblendet, blende glaube ich zurück, werfe die Granate auch nochmal und jetzt kommt nochmal der Wallrun zum Einsatz, wo er eigentlich gar kein Laufweg ist und da konntet ihr sehen, da ist der Kollege da gerade über mich hinweggelaufen, weil man glaube ich auch nicht damit rechnet. Es gibt so viele Stellen, wo man an der Wand entlanglaufen kann, es gibt so viele Stellen, die man erreichen kann, die auf Anhieb gar nicht auffallen. Und ich glaube, wenn man da vielleicht mal eine Runde mit etwas besseren Call of Duty Spielern unterwegs ist oder sich vielleicht mal das ein oder andere Video anguckt, dass man da auch eine Menge lernen kann, einfach, wo man, ja, da machst du die Drohne an und stirbst, ne? Dass man aber einfach ganz viel lernt von den Map-Kenntnissen. Was ist überhaupt alles möglich? Und es ist am Anfang halt, ja, nicht möglich. Also du weißt einfach nicht, was du machen kannst. Du weißt nicht, was es für Waffenmöglichkeiten gibt. Es gibt so Spezialfähigkeiten, die senden so einen kurzen Radarimpuls aus und sowas. Also das ist schon wirklich unheimlich abwechslungsreich. Das weiß ich sehr zu schätzen. Es gibt für meinen Geschmack aber zu viel unterschiedliche Waffen. Das ist mir alles ein bisschen, ja, zu komplex. Also ich finde so, dem Spiel würde auch ein ganz klein wenig Schlichtheit mal wieder ganz gut stehen. Ja, also vielleicht nicht bei jeder Waffe 100 Aufsätze, vielleicht nicht 100 von diesen Granatwerfern, vielleicht nicht hunderte von Spezialfähigkeiten und so. Also ein ganz klein bisschen so back to the roots fände ich persönlich einfach angenehm, muss ich sagen. Also das mit dem Zukunftsszenario hält sich ja hier noch relativ in Grenzen. Da, sowas ärgert mich immer, oder? Da siehst du die Granate und willst irgendwie weg und schaffst es nicht mehr. Nein, aber im Großen und Ganzen komme ich mit dem relativ leichten Zukunftsszenario noch ganz gut zurecht. Wenn es ein bisschen weniger Waffen hätte oder ein bisschen weniger exotische Bomben, Granaten, selbstsuchende Waffen und so, wäre es, glaube ich, noch netter. Gucken, ob ich hier noch den einen oder anderen Kill holen kann. Die, jetzt blende ich mich selber, das weiß ich jetzt schon, ja. Fantastischer Move. Einen Kollegen. Friendly Fire ist nicht aktiviert. Vergeltung, kalt gemacht, noch eine Blendgranate und so. Also, ich spiele das halt so ein bisschen aus dem Bauch raus und vielleicht nach 2-3 Tagen nochmal ein besseres Gameplay. Für mich ist aber einfach, um euch das mal zu zeigen und mich würde natürlich interessieren, ja, hey, kommt ihr jetzt darauf klar? Ich habe gestern gelesen, ja, sieht ja aus wie MW3 und das finde ich halt gar nicht. Ich finde, von der Grafik ist es halt für PlayStation 4 und Multiplayer. Gerade der Multiplayer sieht immer schlechter aus. Es ist extrem schön geworden, extrem hübsch geworden, extrem gut beleuchtet. Also, grafisch ordentlich eine Schippe draufgelegt. Kill gemacht! Und alleine dafür muss ich sagen, ich will jetzt nicht sagen, lohnt sich das Ganze, aber es ist wirklich hübsch anzusehen. Und ich glaube, dass wir da in der Singleplayer-Kampagne auch was richtig Schönes sehen werden. Sturmbereit stand er jetzt gerade, das heißt, ich könnte aktuell meine Spezialklasse, meine Spezialfähigkeit mit diesem Gewehr einsetzen, bin aber hier auch irgendwie geschockt, geblendet. Ich weiß noch nicht mal, was es ist, was gerade mit mir geschieht. Ich laufe einfach weg. Assist! Ja, einfach mal reinballern, ne, bei Call of Duty. Irgendeinen wird man schon treffen. Aber nach wie vor die Frage einfach an euch. Gefällt euch das neue Black Ops 3? Spielt ihr das gerade selber? Wäre das ein Spiel, was ihr kaufen würdet? Oder sagt ihr, Mensch, so jedes Jahr, es bleibt im Endeffekt doch irgendwie immer das Gleiche?
Eine zweite Kritik, die ich unter dem ersten Video zu Black Ops 3 noch gelesen habe, war, dass diese Betas reine PR-Aktion sind. Komm mal, das war ein schöner Abschuss, oder? Auf sowas, da bin ich stolz auf mich. Also, dass so Betas reine PR-Aktionen sind und so. Und ja, natürlich sind sie das. Noch ein Sturmkill. Natürlich sind sie das. Ne? Also, gerade das Ganze mit den Keys und so, das wird dann mega über Gewinnspielseiten geteilt. Ich teile das auf Facebook und so. Und das ist natürlich schon alles ein bisschen PR, gar keine Frage. Aber auf der anderen Seite gibt es doch eine Menge Spielern einfach über 4 Tage die Möglichkeit, hier auf vielen Karten, vielen Maps reinzuschauen, mit unterschiedlichen Spielmodi, die Spielweise kennenzulernen, die Karten kennenzulernen. Taugt das Spiel was für mich? Kann ich damit was anfangen? Und ich muss sagen, dass es im Vorfeld stattfindet, hier, ich weiß überhaupt nicht, was ich hier mit dem Hellstorm anfangen soll. Ich hatte keine Ahnung. Entschuldigung dafür. Aber ich finde, es ist super, um sich eine Kaufentscheidung zu schaffen, insofern man natürlich so einen Key bekommen hat. Ich wäre dafür nach wie vor, dass die Betas halt offen für alle sind, dann wäre es nochmal eine Runde einfacher und jeder konnte sich so eine Kaufentscheidung leichter machen. Aber dafür ist es doch klasse. Also ich finde, da gibt es halt nichts zu meckern. Ich feiere das mega, dass es diese Shooter-Betas gibt und ich freue mich einfach auch jedes Mal, wenn eine neue wieder erscheint und deshalb freue ich mich auch jedes Mal über eine neue Call of Duty Beta. Ja, ich würde mal sagen, bevor ich mich hier noch weiter verquatsche, wir haben es so oder so fast geschafft, 71 zu 52 Kills, die Zeit läuft runter, maximal noch eine Minute 25 hier in etwa zu spielen. Wollen wir mal gucken, dass wir das Ding jetzt hier mal zumachen und auch den letzten Kill holen. Granate raus. Da. Ja, und da so auf gar keinen Fall ein Video enden darf und es 73 zu 56 steht, sehen wir jetzt noch den finalen Move, der uns den Sieg gebracht hat. Und dass das ausgerechnet mir geschieht, ist ja dann nochmal unglaublicher. Granate, Granate und alles raus, was noch da ist. Feindliche Drohne näher. Double Kill, Volltreffer, Feierabend. Also da habe ich mich echt extrem gefreut. Ich habe eine Runde aufgenommen jetzt heute Mittag und genau das war die Runde, die ihr jetzt gesehen habt, dass ich dann noch diesen Finishing Double Kill mit drin habe und so. War einfach für mich eine schöne Sache, habe ich mich persönlich wirklich, da bin ich dann wie ein kleines Kind, dass ich mich über so Kills freue. Wenn es euch gefallen hat und ihr gerne Bock auf Videos habt, dann gerne Daumen hoch, lasst einen Kommentar da. Bis zum nächsten Video, meine Freunde. Und jetzt werdet ihr sehen, ich bin trotzdem schlechtester Spieler aus dem Team. Das soll ich eigentlich rausschneiden. Deshalb mache ich jetzt aus. Bis zum nächsten Mal und haut rein.